Runde 4 der FIA Truck Racing Europameisterschaft auf dem Slowakia Ring. Etwa 40 Kilometer östlich von Bratislava, der slowakischen Hauptstadt. Zum ersten Mal gastieren die Racetrucks auf der knapp 6 Kilometer langen Rennstrecke, die erst 2009 eröffnet wurde. Mann des Wochenendes, Norbert Kiss, der Ungar, geht mit 2 Siegen in den Hauptrennen. In die Sommerpause sammelt insgesamt 51 von 60 möglichen Punkten. Verbessert sich in der Meisterschaft auf Rang 2. Kiss auch in der ersten Superpole am Samstag der Schnellste. Eine halbe Sekunde besser als Antonio Albacete, der Spanier, in seinem MAN-Truck auf Rang 2. Adam Latschko, der Tscheche, im Freightliner auf der 3 wiederum nur eine tausendstel Sekunde langsamer als Albacete. Der Start zum ersten Rennen. Norbert Kiss führt von Beginn an das Feld an. Daneben Antonio Albacete mit der Startnummer 23. Der Spanier wird allerdings in der Kurve 1 von Latschko von hinten gerammt, muss dadurch extrem weit nach außen und rutscht von der 2 ab bis auf Rang 10. Nochmal aus der Heckkamera von Albacete deutlich zu sehen, dass er an Boden verliert. Immer noch die erste Runde, Kurve 8, Onboard mit Gerd Körber, der in André Kursims Tankpool 24 Truck reinkracht. Beide können aber weiterfahren. Runde 2, die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Kiss führt, dann Hahn, Latschko, Halm. Latschko attackiert in Runde 5. Jochen Hahn übernimmt den zweiten Platz, während dahinter Halm und Albacete auf ihre Chance lauern. An den Positionen ändert sich nichts mehr. Nach 8 Runden gibt's das schwarz-weiß karierte Tuch für Norbert Kiss, der seinen ersten Saisonsieg feiert. Auf dem Podium ein freudestrahlender Ungar, dann Latschko und Hahn. Wenig später der Start zu Rennen 2, wie immer im Reverse Grid der Top 8. Polesetter, Gerd Körber, daneben André Kursim. Die Heckkamera von Körber zeigt, dass dieses Mal Wrzecki von hinten drängelt. Der große Gewinner des Starts aber ist Antonio Albacete, der dank seiner besseren Traktion an der ersten Reihe vorbeifliegt. Albacete führt also, verfolgt von Steffi Halm, und dann Körber und Kursim streiten um Rang 3. Adam Latschko, bei dem wir hier mitfahren, überholt Gerd Körber. Und der wird anschließend auch noch von Jochen Hahn und Norbert Kiss überholt und fällt auf Rang 6 zurück. Onboard mit André Kursim, kleiner Fehler des jungen Deutschen, der danach das Rennen nicht beenden kann, genauso wie sein Rivale im Promoters Cup Rodriguez. Die vorletzte Runde, Albacete führt nach wie vor Halm. Dann Latschko, Hahn und Kiss. Wenig später sieht Albacete als erster die Zielflagge, der erste Sieg für den Spanier dieser Saison, am Wochenende seiner 100. Teilnahme an einer ETRC-Veranstaltung. Gut 25.000 wollten sich die Racetrucks am Slowakia-Ring nicht entgehen lassen, genauso natürlich auch nicht die Rennfahrer beim Autogramme schreiben. Auf der Pole Position zum Rennen 3, dieses Mal Jochen Hahn. Die Heckansicht hier von Steffi Halm, die 5. im Qualifying. Kurve 1, Jochen Hahn unter Druck von Albacete. Keiner will sich geschlagen geben. Und wenn zwei sich streiten, freut sich Norbert Kiss, der die Führung übernimmt. Dann bei André Kursim, der junge Deutsche, auch zu spät auf der Bremse, kann eine Kollision mit Kleinnagelfort gerade noch so vermeiden. Adam Latschko. Am Start hat er 2 Positionen verloren, kämpft sich zurück und dann Steffi Halm vorbei. Orsini derweil im Kiesbett. Die Zielflagge für Norbert Kiss holt seinen 2. Sieg am Slowakia-Ring innerhalb von 24 Stunden. 2. Albacete, 3. Jochen Hahn. 3 Champions also auf dem Podium. Das sieht man auch nicht alle Tage. Rennen 4 dann wieder im Reverse Grid. Polesetter erneut Gerd Körber. Den besten Start aber erwischt Steffi Halm auf der Außenseite im blauen Truck. Übernimmt sofort die Führung vor der ersten Kurve. Körber fällt zurück auf 4. Sascha Lenz behält seine 2. Position. Genauso wie Wrzecki als 3. Und Latschkos Kotflügel geht im Startgetümmel fliegen. Das Trümmerteil trifft Albacete. Zum 3. Mal geht die Frontscheibe des Spaniers in dieser Saison zu Bruch. Runde 3 mit an Bord bei Jochen Hahn, überholt Sascha Lenz und übernimmt Rang 2. Und wenig später macht's Norbert Kiss gleich. Der Ungar von 8 gestartet, überholt ebenfalls Lenz. Dann die Zielflagge für Steffi Halm. Die feiert ihren 2. Saisonsieg. Tolle Leistung
der Deutschen, die Hahn und Kiss in Rennen 4 also distanziert. In der Tabelle behält Adam Latschko seinen komfortablen Vorsprung, hat nun 43 Punkte vor Norbert Kiss, der von 4 auf 2 springt. Die nächsten Rennen gibt's in Ungarn am Hungaroring.